Wenn man im Ausland auf Reisen unterwegs ist, kann immer was passieren, gerade mit Kreditkarten. Schauen wir uns kurz die vier Karten an, die wir hier auf dem Spezialportal ständig beobachten. Zuerst die FIDOR-Karte, die ganz neu dazugekommen ist, ist mal im Ausland, sie geht verloren oder wird gestohlen. Es tut uns leid, da wird man erst Ersatz bekommen, wenn man wieder zu Hause ist. Es gibt keinen Kartenversand ins Ausland. Genauso sieht es aus bei Number 26. Auch hier gibt es keinen Kartenversand ins Ausland. Jetzt wird es spannender, kommen wir zu Comdirect. Die Comdirect Bank versendet zwar keine Karte ins Ausland, sorgt aber für Notfallgeld. Das kostet zwar Gebühren, aber Sie bekommen an dem Platz, wo Sie sind, innerhalb von 48 Stunden, also das heißt ins Hotel oder bei der Gastfamilie, wo Sie gerade sind, so viel Geld, dass Sie Ihre Reise fortsetzen können. Jetzt richtig spannend wird es bei der DKB. Die DKB stellt nämlich ihren Kunden eine Notfallkarte aus. Innerhalb von 48 Stunden bekommen sie eine neue Visa-Card. Das ist zwar denn nicht die DKB Visa-Card, so wie sie kennen, sondern eine Notfallkarte. Das heißt, nur eingeschränkte Funktionen sind möglich, aber sie können mit der Karte ihre Reise fortsetzen und elektronisch zahlen. Also bargeldlos mit der Karte auch zahlen. So viel dazu. Zu den konkreten Konditionen habe ich einen Link direkt unter dem Video eingestellt. Dort finden Sie dann weitere Informationen zum Notfallgeld, zur Notfallkarte.